so auf den Punkt bringen, ein Aus in Würde? Erstmal war es eher als Dankeschön, weil die Fans uns heute unglaublich unterstützt haben und das war sensationell. Wir haben alle dran geglaubt, an das Wunder sozusagen. Leider hat es dann nicht geklappt, weil wir dann nach dem 1-0 leider früh das 1-1 bekommen haben. Aber unglaubliche Stimmung, selten sowas erlebt. Sie haben es gerade angesprochen. Nach dem frühen 1-0 in der 7. Minute war die Mannschaft dazu offen? War sie zu risikobereit? Würde ich nicht sagen. Wir machen halt dann Fehler. Wenn der Gegner im Ballbesitz ist und frei zum Passen kommt, dann muss man die Tiefe verteidigen. Und das haben wir in der Situation nicht gemacht. Aber wir haben auch beim Hinspiel gesehen, diese Spieler zu 100% auszuschalten, dass sie keine Torschance bekommen, ist schwierig. Aber wenn ich die erste Halbzeit sehe, wie viele Torschancen wir uns kreiert haben, wie viel möglich war sozusagen, wie viele Torschancen, wie viele Tore wir hätten machen können, ob es gereicht hätte, ist wieder eine andere Frage. Wenn der Gegner zwei Tore macht, dann ist das Spiel fast schon gelaufen. Inwiefern besonders bitter, dass man im Hinspiel überhaupt nicht gut gespielt hat? Ja, klar haben wir es nicht heute verloren. Also das ist auch ganz klar, so halt eben im Hinspiel. Und was heißt nicht gut spielen? Das war ein Auswärtsspiel, da agiert man ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir nach einer Viertelstunde oder so das Spiel eigentlich ganz gut im Griff hatten, der Gegner nicht mehr so viele Torschancen hatte. Dass es dann hinten raus ein 3-0 wird, das war einfach sehr, sehr bitter, weil auch wenn man 1-0 verliert oder so, dann hier wäre was möglich gewesen mit der ganzen Unterstützung hier. Das hat man heute gesehen, was dann möglich ist. Philipp Lahm, vielen Dank. Dankeschön. Der Kapitän hat es gut zusammengefasst.